Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ihr habt es im Titel schon gesehen, hier wird es heute um den Druiden-Gewittersturm-Build gehen. Ich hatte vor der Season mein Level 100er Druiden auf den Clown-Build abgeändert. Wenn ihr das sehen wollt, ich verlinke euch das mal oben. Das hat mir leider gar nicht gefallen. Das hatte ich gemacht, um zu wissen, ob ich vielleicht den Clown-Build in der Season spielen will. Hat mir aber gar nicht gefallen und deswegen habe ich dann hier den Druiden nochmal umgeswitcht auf den Gewittersturm. Und es macht übel Spaß. Also, wer mich länger als ein paar Videos kennt, weiß, dass ich pulverisierende Druide liebe. Aber Gewittersturm kommt da schon gefährlich nah ran, wenn nicht sogar noch besser. Ihr habt das gerade im Einspieler schon ein bisschen gesehen. Wir können ja gerade nochmal in die Blindhöhlen gehen. Ich muss direkt vorab sagen, ich glaube, vor Level 90 oder vor Level 85 könnt ihr den Build komplett vergessen, weil hier bestimmte Dinge ineinander greifen, die extrem wichtig sind. Der Build ist extrem ressourcenhungrig. Also ihr müsst so viel wie möglich Ressourcenerzeugung, so viel wie möglich Kostenreduktion haben, plus die ganzen Glyphen. Eigentlich wollte ich meine Glyphen auch noch alle auf 21 machen. Ich habe aber leider ein paar, die ich hier nutze, noch nicht auf 21. Wie zum Beispiel Hüter, Werwolf und Entladen sind beide noch nicht 15 bzw. 21. Hier habe ich noch nicht mal bei Hüter die Voraussetzungen geschaffen, weil mir halt diese Radiuserweiterung fehlt. Aber ich wollte den unbedingt jetzt schon zeigen, weil der auch jetzt schon extrem geil reinhaut. Und was ihr im Prinzip macht, ist eigentlich nur X oder den Knopf, wo ihr Gewittersturm habt, gedrückt zu halten und alles mit dem Gewittersturm kaputt zu machen. Und ihr seht an den Ressourcen, da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten nebenbei, dass das schon tricky ist. Also man hat hier so wie beim Pulverisieren-Build die Möglichkeit, durch einen Glückstreffer Ressourcen wieder aufzufüllen. Allerdings nicht wie bei irgendeiner Macht komplett aufzufüllen, sondern um 4 Ressourcen. Außerdem ist der Effekt vom Ring weg. Ah ne, der ist noch da. Ah, vergesst das. Und die Ressourcen, die sind echt das, worauf man am meisten achten muss. Da braucht ihr auf jeden Fall erstmal die ganzen richtigen Items. Und ihr seht, es macht übel Laune, wenn alles so weg. Und vor allem die Reichweite ist extremst. Also wenn ich da hinten irgendwo was sehe, kann ich das easy killen. Also die Reichweite ist extremst, extremst. Und man macht trotzdem so um eine halbe Million. Und wie gesagt, und jetzt sind meine Ressourcen leer. Jetzt gibt es eine Sache, ihr macht das so, so seid ihr aber voll. Also spart euch euren Hurricane und Zyklonrüstung immer für Ressourcen auf. Blutgeheul gibt ja auch immer wieder Ressourcen und da wird die Abklingzeit reduziert, wenn ihr Gegner besiegt. Das heißt, gerade gegen Gegnermassen ist der Build hier extrem gut, ähnlich wie auch Pulverisieren. Aber auch gegen Bosse ist der extrem gut, weil man hat die ganze Zeit Zyklonrüstung und Hurricane, um seine Ressourcen aufzufüllen. Und man hat so eine extreme Def. Ich habe jetzt hier 13.400 Leben. Also fast 14.000. Mit Buffs kommt man sogar über 16.000. Ist extrem, extrem krass. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in die Analyse. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ich noch nicht perfekt equipped bin. Aber ich kann euch schon mal einen Richtwert geben, worauf es ankommt bei dem Build. Bei der Waffe ist natürlich Schaden das Allerwichtigste. Deswegen Crit-Schaden, verwundbarer Schaden und Blitzfertigkeitsschaden. Ihr seht, wie ich habe hier nur den Crit-Schaden eigentlich drauf. Willenskraft ist ganz okay, aber sonst ist da nicht viel drauf, leider. Und wichtig ist halt eine hohe Gegenstandsmacht auf der Waffe. Bei dem Totem ist ganz wichtig, Ressourcenerzeugung, Abklingzeit, Angriffsgeschwindigkeit eher nicht, das ist schlecht, da könnte lieber noch was anderes hin. Und Crit-Chance, Ressourcen, Kostenreduktion müsst ihr ja eigentlich noch mit drauf. Bei den Ringen auch wichtig, Ressourcenerzeugung, Kostenreduktion, verwundbar, Crit-Schaden, Crit-Chance. Ihr kennt das, ist eigentlich immer dasselbe. Bei beiden Ringen, beim Amulett wieder Kostenreduktion, Abklingzeitreduktion und Ressourcenerzeugung und Level zu vergiftet. Da gibt es so eine Passive, die vergiftet. Ganz wichtig Sturmgebrüll, ganz wichtig Entzückung des wahnsinnigen Wolfs. Die braucht ihr nicht unbedingt, da könntet ihr auch eine andere Rüstung nehmen mit viel Def. Ich mag das aber gerne, die Unix zu benutzen.
Dann erspare ich mir vieles Gesuche und ich habe beide Unix auf einem hohen Level. Sturmgebrüll 819 Gegenstandsmacht, der ist richtig gut. Und ihr habt ja auch das. Sturmfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 21%, euch Geisteskraft zu verleihen. Vier Geisteskraft zu verleihen. Und damit macht ihr halt mit Glückstreffer die Geisteskraft. Wir können gerade mal auf der Attacke gucken, wie hoch die Glückstrefferchance ist. Weil die ist, glaube ich, gar nicht so hoch. Sekunde. Glückstrefferchance 15%. Da muss man schon viele Gegner killen, um überhaupt mal auf den Glückstreffer zu kommen. Ich hatte mal was zum Glückstreffer gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, hier auch oben verlinkt. Also ihr müsst erstmal den Glückstreffer treffen und dann hat man eine 20% Chance, um Ressourcen zu generieren. Plus den Ring mit den vier Primärressourcen, wenn der Gegner einen Kontrollverlust belegt. Also Ressourcen ist auf jeden Fall ein Ding. Auf den Handschuhen sind ganz wichtig die Ränge auf Gewittersturm, Crit-Chance und wieder Schaden. Auf der Hose einfach nur Death draufhauen und auf die Schuhe auch ganz wichtig Kostenreduktion. Das dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Auf den Schuhen können Kostenreduktion sein. Das muss auf jeden Fall drauf. Paragon-Board will ich jetzt nicht genau drauf eingehen und Fähigkeitsbaum. Dafür verlinke ich euch unten den Link zu Maxroll, zu dem Bild. Ich glaube, das ist einfacher. Hier geht es eher darum, euch zu erklären, wie der Build reinhaut. Und jetzt natürlich noch wichtig, wie ist der Build gegen Boss? Deswegen würde ich sagen, laufe ich mal eben zum Boss. Wir spulen eben vor und sehen uns dann wieder beim Boss. Brutwache. So, gucken wir mal. Also, wie gesagt, ihr müsst echt auf die Ressourcen aufpassen. Oh. Ich wollte eigentlich gerade nur ein bisschen erzählen, aber ja, Ressourcen ist wirklich das A und O. Ihr habt Hurricane, Blutgeheul vor allen Dingen bei Massen. Ihr habt noch die Grizzly-Zorn, den habe ich jetzt, glaube ich, fast gar nicht benutzt. Raben übrigens habe ich nur drin, weil ich noch ein Punkt frei hatte. Also ihr könntet auch Raben wegmachen und dafür vielleicht lieber die Hunde nehmen, gibt es auch. Da könnt ihr so machen, wie ihr lustig seid, Hunde, dann am besten noch ein Level irgendwo rausnehmen, damit ihr die Stählung bekommt. Das kann man auch machen. Aber ansonsten würde mich ja extrem eure Meinung interessieren zum Gewittersturm. Ich finde den extremst nice. Ich werde auf jeden Fall noch weiter basteln, dass ich hier überall die perfekten Sachen drin habe. Ich habe auch auf dem Eternal Rhyme irgendwie kein Geld. Ich habe 2 Millionen hier gerade. Ich kann nichts rerollen. Also ich lebe hier richtig am Limit. Da bin ich echt froh, wenn die Season vorbei ist und ich das ganze Geld wieder rüberbekomme auf meinem ewigen Reim. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Lasst gerne ein Follow auf dem Kanal. Demnächst kommt ja der Patch, da bin ich auch gespannt. Da mache ich auch noch ein Video zu dem Magier, hatte ich ja gestern gesagt. Und ich würde mich sehr über ein Like freuen auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!